Sie ist die Angelina Jolie der Turntables und dies eine der wohl ausschweifendsten Partys des Jet-Set. Hier und heute will Sandra Lüsse alias Lady Splash, Hollywoods heißester DJ-Export, ganz nach oben. Sie möchte mehr und mehr und mehr. Und sie möchte manchmal, dass ich nicht zu Hause gehe. Eine der erotischsten DJs der Welt an dem angeblich sexiest place on earth. Dem Sprungbrett ihrer DJ-Karriere. Mein Traum wäre wirklich, überall in der Welt zu gehen und zu spielen. Und die Energie, dass du bekommst von das, von all die Leute, ist magic. 196 Champagnerflaschen entscheiden heute über ihre Zukunft als DJ. Denn hier im Nikki Beach Club an der mexikanischen Küste ist eine Party nur dann erfolgreich, wenn es Champagner regnet und das Partyvolk mit dekadenten Shampoos-Duschen protzt. Verantwortlich dafür ist einzig Sandra Lüsse alias Lady Splash, die dadurch in die internationale DJ-Elite aufsteigen kann. Ja, ist nicht so einfach für ein weibliches DJ, weil es gibt so viele Männer in dieser Industrie und die Top 100 DJs sind alle Männer. Und ich wirklich, ich möchte das wechseln. Die Berlinerin zählt zu den Top-DJs der USA. Noch vor 4 Jahren war sie Pharma-Referentin, bis sie kündigt, nach L.A. geht, um Schauspielerin zu werden. Auflegen ist bis dahin nur ein Hobby, bis eine Freundin Sandra den ersten Job vermittelt, bei einer echten Model-Ikone. Ich hatte nur gespielt alleine und dann meine Freundin hat mich angerufen, hat gesagt, hey, Cindy Crawford hat eine Party, warum spielst du nicht dort? Und ich dachte, ja, toll, hier machen wir. Und dann, das war schon vor 2,5 Jahren, und das Telefon hat nicht gestoppt zu klingen. Seitdem ist sie ein Teil des Hollywood-Showbiz, geht auf Partys ein und aus und legt dort auf. Gleich ob Gerald Butler, Jennifer Love Hewitt, Charlie Sheen oder Topmodel Heidi Klum. Die Welt des Glamours hat Sandra Tür und Tor geöffnet. Sie hatten ein hartes Leben. Und auch als Schauspielerin läuft's prima. So hat die 29-Jährige ausgerechnet mit Angelina Jolies Vater John Voight gedreht. Ich will, dass sie die Waffe fallen lassen. Der ist wirklich etwas speziell für mich. Wir gehen nach Frühstück manchmal und der mag Geschichte so erzählen, ne? Und er hat gut gelebt. Womit wir auch schon bei Sandras nächstem Job wären. Gut zu leben ist im Nikki Beach im mexikanischen Cabo noch schamlos untertrieben. Hier ist Luxus so selbstverständlich wie die Sonne am Himmel. Und um den, so Manager René Schäffer, reißen sich inzwischen Reiche und Prominente aus aller Welt. Wie es in der New York Times auch gesagt wurde, der sexiest place on earth. Kontinuierlich haben wir irgendwelche Promis, Rockstars oder Reality-Show, aber ich glaube, die berühmtesten sind bis jetzt gewesen P. Diddy, die drei Kardashians, und dann hatten wir Adam Sandler. Partys sind hier an der Tagesordnung. Deren Erfolg bemisst sich einzig an der Zahl der verkauften Champagnerflaschen. Und während der vormittags noch genüsslich genippt wird, fließt er später mit Partybeginn in Strömen. Solange die DJs nur ordentlich einheizen, meint Manager René Stunden vor dem Spektakel. Sie müssen meinen Stress von den Schultern nehmen. Wenn ich dann sehe, dass die Leute dann anfangen zu tanzen und dass dann auch irgendwann mal der Champagner dann rumspritzt, ich glaube, dann ist die Zeit, wo ich dann endlich mal ausatme und sage, Party's on. Ich habe 300 Flaschen kühl gestellt und ich hoffe, die werden heute auch alle rausgehen. Ne? Wir haben letztes Jahr 200 Flaschen verkauft, 196, um genau zu sein. Und ich schätze, dass wir heute einen neuen Rekord für Cabo brechen werden. Sandras Zukunft hängt somit von der Anzahl des verkauften Champagners ab. Sie bereitet sich unterdessen gemeinsam mit ihrer besten Freundin auf den womöglich wichtigsten Job ihres Lebens vor. Ich mag Sport zu machen und weil wenn ich mich gut fühle, dann ich habe mehr Energie im Tag und du weißt, in Hollywood ist ein bisschen muss man gut aussehen und gut fühlen, ne? Beide wissen, ist Sandra hier erfolgreich, geht's mit der DJ-Karriere vermutlich auch weltweit steil nach oben. Wenn Sandra auf der Bühne steht, ist sie zu 100% da. Sie gibt den Leuten das, was alle wollen. Hinterm Pult ist sie in ihrem Element. Nichts kann sie aufhalten, daher kann ich ihr nur den Rat geben, sie selbst zu sein. Nicht aufgeben, tun, was sie am besten kann und damit für Magie zu sorgen. Wenig später ist Schluss mit Ruhe im Idyll. Die Party ist eröffnet und ihr Motto eindeutig. Save water, spray champagne. Okay, jetzt geht es los. Ich sehe dich in der anderen Seite, ja? Okay. Sandra
Sandra tritt in große Fußstapfen, kaum ein Top-DJ, der hier noch nicht aufgelegt hätte. Wer hier feiert, hat's geschafft, ordentlich Geld oder zumindest gute Freunde, die es in Champagner anlegen. Nicht nur zum Trinken, sondern vorrangig für dekadente Duschen, so wie beim Millionärssohn Abdul aus Saudi-Arabien. Ich weiß gar nicht, was so eine Flasche Champagner kostet. Vielleicht so um die 100 Euro. Und wie könnt ihr euch sowas leisten? Ölgeld. Wir haben Ölgeld. Für Bescheidenheit ist hier kein Platz und falls doch, wird sie mit all dem Alk ganz einfach weggespült. Es ist früher Abend, der Promillepegel steigt, doch dafür fallen alle Hemmungen. Selbst bei Ehemännern, deren bessere Hälfte mal besser daheim geblieben ist. Ich liebe die Frauen hier und ich liebe es, ihnen den Champagner aus ihrem Dekolleté zu lecken. Ich bin verheiratet. Mein Ehemann ist zu Hause. Er weiß nicht, dass ich hier meinen Spaß habe. Für mich ist das okay. Die Champagnerduschen reißen nicht ab, Sandra. Sorgt für gute Musik, noch bessere Stimmung und Partygäste, die entweder hemmungslos trinken oder Geld verprassen. Bereits nach einer Stunde hat die Deutsch-Peruanerin ihr Publikum restlos erobert. Die DJ ist super, wir sind begeistert. Sie ist beeindruckend und korrigiert meine Meinung über Frauen in diesem Job. Nun, ich habe nicht aufgehört zu tanzen, seit ich hier bin. Besser geht's nicht. Entscheidend aber bleibt, ob Sandra den Vorjahresrekord von 196 verkauften Champagnerflaschen übertrifft. Ölmillionärssohn Abdul ist gerade dabei, sein ausschweifendes Trink- und Duschgelage zu begleichen. Wie viele Flaschen habt ihr denn verbraucht? 65! 65! Kosten der dekadenten Shampoos-Dusche etwa 7000 Euro oder wie man im Nikki Beach sagt, nichts Ungewöhnliches. Stunden später nach Einbruch der Dunkelheit, die Party ist noch immer im Gange und auch Manager René hat bei all dem Luxus-Leergut so richtig Grund zum Feiern. Wie zufrieden von 0 bis 10? Ich würde sagen 9,5. Das war gut. Es sind knapp 300 Flaschen gewesen. Wir haben also den Rekord vom letzten Jahr schon gebrochen. Sandra hat es tatsächlich geschafft, alle bisherigen Shampoos-Umsätze zu toppen und sich so als regelmäßiger DJ der weltweiten Luxus-Club-Kette empfohlen. Nach 3 Stunden ist auch für sie endlich Feierabend. Hast du Spaß gehabt? Ja, natürlich, Emma. Ja, ja, viel. Und wie fühlst du dich jetzt? So, ich muss zum Zimmer gehen und vielleicht 10 Minuten nur setzen und denken und ein bisschen relax, weil es war so viel Energie. Der Morgen danach. Ihre Meisterprüfung mit Bravour bestanden, die nächsten Top-Jobs wohl nur noch eine kurze Frage der Zeit. Sandra ist erleichtert. Wir sind jung einmal in unserem Leben und warum nicht? Im Leben muss man gehen, wo deine Leidenschaft ist, wo das liegt. Und für mich, ich mache das. Diese für mich, dass ich kann leben und machen, was ich total möchte und lieb, das ist wirklich ein Traum für mich. Eins hat Lady Splash gelernt, das Leben ist wie ein Plattenteller, es dreht sich weiter und weiter und meist kommt auch was Tolles dabei raus.